zunächst mal ist es, glaube ich, wichtig, dass er jetzt nach der OP, ich sage mal so, wenn sowas bevorsteht, jetzt die Genesung weiter voranschreiten kann, dass er jetzt erstmal das Größte hinter sich hat. Und das Wichtigste ist auch, dass die Ärzte gesagt haben, dass da letztendlich keine Folgeschäden in der Form bestehen bleiben. Das ist jetzt, glaube ich, bei jedem Menschen nicht so, was spurlos an einem vorbeigeht. So, und insofern werden wir ihm die Unterstützung geben, die er braucht. Aber ich glaube, so ein Mensch braucht dann auch die nötige Ruhe und auch mal die Zeit für sich, um das Ganze dann auch zu verarbeiten.